Hallo, herzlich willkommen bei Outwell. Hier mit einem Video über unser Milestone Lux. Das Milestone Lux ist ein Busfahrzelt aus unserer Cruising Collection, was ein ummanteltes Fiberglasgestänge hat. Das Besondere an diesem Zelt ist einmal, wie man sehen kann, dass es parallel zum Fahrzeug steht, mit der Option, alle Eingänge zu öffnen. Also alle drei Seiten sind öffnbar. Und wir haben sowohl im Heck wie im Frontbereich zusätzlich diese Überdächer. Das Material haben wir hier ein Autex 3000 Select, was 3000 mm Wassersäule hat und ein Gewicht von 64 Gramm pro Quadratmeter. Das Milestone Lux ist ein sehr kompaktes Zelt mit der Grundfläche 260 x 260 plus die Schleuse mit nochmal 60 cm Tiefe. Hier sehen wir einmal den Vorteil von diesem zusätzlichen Überdach. Hier kommt nochmal ein zusätzliches Fiberglasgestänge, ein ummanteltes, was dem Ganzen dann einfach nur mal schützt vor Regen und vor Wind. Dadurch kann ich einfach diese Front ein Stück weit bei jedem Wetter auch nutzen. Wir haben immer einen Reißverschluss, der dementsprechend mehrere Zipperwege hat. Das heißt, wenn ihr wollt, könnt ihr das nur zum Teil öffnen, lasst die untere Hälfte stehen und klappt nur die obere Hälfte runter. Hinter der großen Wetterfront, wie ihr sehen könnt, haben wir dann ein Moskitonetz. Das haben wir immer an den beiden Seiten, wo auch diese Überdächer sind. Das heißt im hinteren Bereich und hier in diesem Bereich. Wir haben hier einen durchgehenden Boden und dieser Boden wird dann dementsprechend verschlossen, wird hochgezogen, sobald ihr die Eingänge schließt. Wir haben hier auch immer diese Dichtlippe. Das sollte doch mal was am Reißverschluss anstehen, dass ihr hier keine Probleme bekommt. Aber wenn wir dann die Tür öffnen, können wir das ja auch ganz runterklappen, sodass wir keine Probleme haben beim Eintreten. Die Innenfläche haben wir zusätzliche Belüftungen, immer in dem Bereich der Überdächer. Das heißt, wir haben hier natürlich die Möglichkeit, gut Belüftung zu schaffen. Sollte es aber natürlich trotzdem sehr stark von der Seite regnen, haben wir doch im Dachbereich nochmal zusätzliche Mischflächen. Einmal auf dieser Seite und genauso auch hier. Ein weiteres kleines Detail sehen wir hier noch im Dach. Wir sorgen auch hier wieder mit unserem Hooktrack-Keder die Möglichkeit, dass eine Lampe und andere Dinge befestigt. Diese Haken haben wir immer 10 Stück im Lieferumfang und sind im Heringpacksack. Mit dem könnt ihr dementsprechend einfach aufklipsen, an die Stelle ranklemmen, wo ihr es haben möchtet. Könntet hier eine Lampe montieren und dementsprechend das Kabel dann auch runterfahren. Im Schleusenbereich haben wir immer dementsprechend zwei Ausgänge auf beiden Seiten. Finde ich sehr praktisch, wenn ihr mal in die Heckklappe wollt, dass ihr dann hier dementsprechend rausgehen könnt. Und das Gleiche ist bei Schlechtwetter, kann es durchaus Sinn machen, dann diesen Eingang zu nutzen, hier über das, dann in das Busfahrzelt zu gehen und dann zu entscheiden, geht ihr in den Bus oder bleibt ihr im Busfahrzelt. Dann einen kurzen Blick auf die Befestigungsmöglichkeiten. Wir haben generell mehrere Möglichkeiten. Im Lieferumfang sind Spannleihen, die wir hier befestigen können. Solltet ihr einen Bus haben ohne Schlafdach, könnt ihr klassisch das einfach dann übers Dach abspannen. Eine weitere Möglichkeit sind diese Gurtbänder. An die lassen sich zum Beispiel perfekt optionale Saugnäpfe auf dem Dach platzieren, wo ihr das Ganze befestigen könnt oder solltet ihr eine Reling haben. Und dann einmal unser Dual-Keder-System. Das heißt, wir haben nicht nur ein Keder-Element, sondern wir haben zwei. Und wie man sehen kann, haben die zwei verschiedene Durchmesser. Der dünnere ist dann vonnöten, solltet ihr eine Markise haben. Auch die Markise hat einen dünnen Nut, wo ihr den dünneren Keder einfädeln könnt. Dann haben wir den kräftigen Keder, so wie hier jetzt, falls ihr die klassische Kederschiene habt, mit 7 mm. So hat sie auch der Marco Polo und andere Bushersteller. Und beim VW California nutzen wir immer beide gemeinsam, weil die eine kantige Schiene hat. Solltet ihr den Wunsch haben, mit dem Fahrzeug auch mal on Tour zu gehen und wegfahren, macht es natürlich keinen Sinn, dann direkt reinzugehen. Dafür gibt es diese Adapterelemente. Diese Adapter bestehen immer aus einem kurzen Textilkeder, auch da wieder mit den beiden Elementen. Dann fädeln wir diesen Keder in den Bus ein und verbinden dieses Kederelement über diese Doppelprofilschiene, ich zeige sie mal so genauer, und verbinde dann sozusagen den Adapter über diese Doppelprofilschiene mit dem Busfahrzelt. Und wenn ihr wegfahren wollt, macht ihr das Ganze, holt es einfach raus und könnt on Tour gehen. Hier sind wir nochmal auf der Rückseite, wo wir nochmal dieses zweite Überdach sehen und hier mal mit der geschlossenen Front. Dahinter liegend ist dann auch wieder unsere große Moskitonetzwand, die ihr dann dementsprechend beide separat öffnen könnt. Das waren die Eigenschaften von unserem Milestone Lux aus der Cruising-Kollektion. Wenn ihr weitere Informationen braucht, besucht uns auf outwell.de. Da seht ihr die ganze Maße, auch nochmal Packmaße, Gewicht und so weiter und mehrere Bilder.
Es gibt optionales Zubehör, es gibt eine Universalschlafkabine, die ich da reinstellen kann. Es gibt einen Teppich, es gibt eine Zeltunterlage, da seht ihr mehrere Möglichkeiten. Und auch gerade diese verschiedenen Adapter, je nachdem, ob ihr eine Markise habt, eine VW California oder ein Underbus, da findet ihr nochmal umfangreiches Zubehör bei uns. Ihr findet auch weitere Videos auf unserem YouTube-Kanal unter Outwell Tents. Ich bedanke mich schon mal fürs Zuschauen und wünsche einen schönen Tag.